Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich zeigen, wie man jetzt in der Donnerbüchse, die wir vorbereitet haben, mechanisch schlussendlich die Platine einbaut. Ja, als erstes nehmen wir uns den Batteriehalter und wir sehen ja hier diese Laschen und diese Laschen, die biegen wir einfach um, dass die so nach vorne zeigen, weil dieser Batteriehalter wird hier so montiert und dementsprechend ist es gut, wenn hier die Anschlüsse dann auch entsprechend einfach zur Platine zeigen. Ich zeige es einmal hier näher. Das wäre gut, wenn die Anschlüsse dann hier zu den Pits sind ausgerichtet. Ja, was machen wir als allererstes? Verzinnen natürlich. Bisschen Lötzinn einfach auftragen. Hier an der Platine auch das Ganze. Und anschließend, ja, schrauben wir. Ja, ich nehme doch die Zange besser. Schrauben wir den Batteriehalter auf der Leiterplatte einfach fest. Will die Mutter da nicht drauf. Und ja, was wir machen sollten, ist natürlich ausrichten, dass der hier schön mittig ist, natürlich. So, haben wir gemacht. Das Ganze sieht dann so aus. Anschließend nehmen wir uns den Silberdraht, teilen den in der Mitte und biegen, ja, so 5 mm einfach um zu einem L. Und wir wiederholen das Ganze auch mit der zweiten Seite. Und jetzt nehmen wir einen so ein L. Und löten das auf jeden Fall fest. Und stellen direkt eine Verbindung her zu dem Batteriehalter. Also so, dass wir gleich da auch nur noch den Lötkolben dran halten müssen. Es braucht jetzt hier ein bisschen länger, bis das Lötzinn weich wird. Ah, okay. Weil die Teile hier doch sehr massiv sind.
Ja, das können wir so gelten lassen. Und hier machen wir das Ganze auch noch mal. An der Seite. So sieht das Ganze dann aus. Und dann können wir das Ganze auch hier eigentlich kürzen. Hier löten wir noch mal nach an der Seite. Gefällt mir noch nicht so. Dann können wir die Batterie einsetzen. Wie gesagt, Akku oder Batterie ist hier völlig egal. Wir können eine Funktionskontrolle machen hier. Mit dem Schalter ist eigentlich egal, welchen man umlegt, der beiden, das ist wurscht. Und dann kann das Ganze auch schon eingesetzt werden im Waggon. Und das hält dann. Hier brauchen wir also keinen Dichtring oder ähnliches. Können das Ganze einfach hier so anmachen. Dann nehmen wir uns das Fahrgestell. In dem Fall ist es jetzt die Variante mit der alten Ausführung. Wir können das Ganze hier draufsetzen. Die Magneten halten das. Und der Waggon ist fertig und beleuchtet. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen und sage bis demnächst.